Delicious. Hey Leute, was geht ab und willkommen hier zu einer neuen Folge der Hertha BSC FIFA 23 Trainerkarriere hier auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Die Saison ist vorüber. Die erste Saison ist vorbei. Wir gehen rein in die zweite Bundesliga-Saison mit Hertha BSC. Wir werden heute die ersten Transfers tätigen. Wir werden das Vorbereitungsturnier komplett durchsimulieren. Wir werden ja unsere Mannschaft für Saison Nummer 2 vorbereiten, dass wir einen schönen Start haben und hoffentlich dieses Jahr die internationalen Plätze knacken. Da, wo De Bruyne steht, möchte Davy Selke auch mal stehen. Da seht ihr es. Also Champions Trophy war der Vorbereitungscup. DFB-Pokal sind wir Runde 3, Bundesliga ist 9. Platz. Wenn das Hertha in echt macht, bin ich zufrieden. Saison beenden, ihr habt schon gesehen, wir haben Wertmüller verkauft, weil, ja, der hat uns sowieso immer genervt mit seinen Nachrichten, bla bla bla, hat 60, brauchen wir nicht. Haben wir die Millionen mitgenommen, Millionen haben oder nicht haben, ich habe sie genommen. Ich würde sagen, wir spielen hier das letzte mit Venedig, was ist hier, Genua, ja komm, wir nehmen mal das letzte, 2,3 Millionen, wenn wir gewinnen sollten, also, gehe ich nicht davon aus. Weil wir sowieso alles simulieren werden, weil mich die Vorbereitungsturniere eigentlich einen feuchten Furz interessieren. Wir haben ganz viele Spieler zurückbekommen. Unser Kader ist gigantisch groß, weil wir haben einmal... ja, hier alle. Björkan, wir haben Ngankamp, wir haben Schwolo zurück, wir haben Piontek, wir haben Askasiba, wir haben Winkler, Eitschberger ist da, Wollschläger... Oma Alderete ist da. Das heißt, wir können jetzt von Piontek bis hin zu Alderete. Kanga. Wir können so viele Spieler verkaufen, die ich sowieso nicht brauche. Die werde ich alle weghauen. Mittelstädt werde ich mir behalten. Enzona werde ich mir behalten. Rogel werde ich mir behalten. Schernd behalte ich mir. Uremovic behalte ich mir. Aber ansonsten ja, können sehr viele Spieler. Selke hat jetzt 73. Oha. Mashallah, Davy. Mashallah. Aber das ist erstmal der Plan. Und der Plan ist auch... Ich denke mal, einen neuen Innenverteidiger und einen Rechtsverteidiger. Plattner hat 75 bekommen, der ist doch schon uralt. Wie alt ist denn Marvin? Marvin ist 31 Jahre alt und hat nochmal ein Upgrade von 1 bekommen. Junge, Marvin. Stark. Also, wir können Alex Schwolo verkaufen. Wir können Björkan verkaufen. Ich setze lieber, wenn denn, auf Mittelstädt als Ersatzspieler für Plattner. Alderete können wir verkaufen. Askasiba können wir auch verkaufen. Brauche ich eigentlich auch nicht. Kevin Prinz verkaufen wir auch. Kanga verkaufen wir auch. Wollschläger können wir auch verkaufen. Wertmüller ist doch schon weg, oder nicht? Und Christoph Piontek. Zack. Weg. El Pistolero mag ich eigentlich, aber wir haben halt Mateta als Ersatz gekauft. Das heißt, El Pistolero hat bei uns jetzt keine... Ja, brauchen wir halt nicht mehr. Deswegen kann er weg. So, die ersten Angebote sind auch da. 8 Millionen von Wolverhampton für Askasiba nehme ich an. Martinelli ist unverkäuflich, liebe Tottenham Hotspurs. Ablehnen. Martinelli ist gesetzt. Haben wir uns erst letztes Jahr gekauft. Also wieso sollte ich den jetzt wieder direkt verkaufen? Oh, Alter. 15 Millionen für Alderete? Oma Alderete, 15,9. Weg. Schwolo zu Monaco. Weg. Alle weg. Weg, 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 weg. Oh, Beşiktaş. Da kann ich mir ehrlicherweise Kevin Prinz Boateng halt aber auch ehrlicherweise wirklich, 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 ehrlicherweise, habe ich jetzt dreimal gesagt innerhalb von 10 Sekunden, sehr gut vorstellen. Beşiktaş Istanbul, Kevin Prinz, danke dir für alles. Hau rein. Und, ne? Howie. Arsenal ist an Toussaint interessiert. Nee, den verkaufen wir nicht. Luca Toussaint ist gesetzt bei uns. Seferovic wird auch nicht verkauft, auch wenn wir ihn theoretisch verkaufen könnten, aber dann haben wir keinen Ersatz mehr. Also, wir wollen uns ja noch einen neuen Rechtsverteidiger holen, denke ich mal. Aber in die Transfergespräche gehe ich erst, wenn alle Spieler verkauft sind, dass ich weiß, aha, mit so vielen Millionen kann ich planen. Piontek geht an Benfica für 9,2 Millionen. Also, der nächste Spieler wurde verkauft. Ich denke mal, jetzt können wir uns gleich mal ein paar Spieler angucken. Ich habe da schon ein, zwei im Kopf. Ich muss bloß gucken, ob die wirklich, ja, ob das Sinn macht.
So, wir leihen Enzoner noch aus an Sheffield für ein Jahr. Also wir verkaufen ihn nicht, ausleihen, er ist 21 Jahre alt, hat 67, also eine Leihe ist da, denke ich mal, goldrichtig für Enzoner. Wir haben das erste Spiel gegen, ist das FC Torino? Nee, wer ist denn das hier? Leihangebot von Mauli da, könnten wir theoretisch. Und wer ist Borges? Björkan? Nee. Wenn, dann verkaufe ich Björkan und nicht leihen. Sampdoria Genua. Wir könnten eine ein Jahre Leihe machen. Zwei Jahre wäre mir dann ein bisschen zu viel. Streng mich an, dann kann es klappen. Philipp Uremovic. Nein, das ist Salernitana. Keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall die Partie simulieren. Schnellsimulation. Mal gucken. 2-2. Ist in Ordnung. Martinelli und Selke unentschieden gegen Salernitana. Keine Ahnung, wo die überhaupt spielen. Serie B oder so würde ich jetzt schätzen. Ja. Ich habe ein paar Spieler auf der Wunschliste. Die müssen jetzt bloß noch final gescoutet werden, sage ich mal. Das heißt, wir können auf jeden Fall die Testspiele erstmal durchsimulieren. Enzoner ist jetzt ausgeliehen für 12 Monate an Sheffield. Vollkommen in Ordnung. Und dann gehen wir rein ins nächste gegen Cremonese. Ja, okay. Klingt für mich auch wieder so. Auch wieder ein 1-1. Und Selke ist halt einfach der Spieler der Vorbereitung. Ne? Davy Selke 1-1. Und wieder unentschieden. Also noch sind wir hier, noch können wir weiterkommen. Jetzt mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel. Wäre doch in Ordnung. Wäre doch nice. Und hier ist jetzt viel los. Denk an deinen Ersatzspieler. Ja. Björkan für 6-7 an Gladbach. Nehmen wir an. Rogel für 4-9 an AC Florenzi. Ja, machen wir. So, wir haben jetzt ziemlich viel verkauft, muss ich ehrlicherweise auch gestehen, ne? Aber wir holen uns ja noch zwei mindestens, denke ich mal. Erstmal machen wir das letzte Gruppenspiel. Zack. Tschüss, Björkan. Bleibt aber in der Bundesliga. So, Partie spielen gegen Venedig. Komm, Selke, mach ihn wieder. Mach ihn! Selke! Juka hat's gemacht und wir verlieren und wir sind wahrscheinlich raus, oder? Sind wir raus? Ja, ansonsten hätten wir das Spiel noch mehr. Hätten wir das Spiel früher gehabt. Ich guck mal jetzt hier auf meine Transferzentrale. So. Ich setze mich mal an den Tisch. An den riesengroßen, grünen, langen Tisch mit Jürgen. Wenn er da ist. Jürgen und Pep Guardiola. Das ist so ein geiles Aufeinandertreffen, ne? Pep Guardiola und Jürgen Klopp. Und wir unterhalten uns für Ibrahima Konaté. Ja, für ihn habe ich mich entschieden. 40 Mille? Was sagt Jürgen? Nicht berücksichtigen. Auf der Basis des Anfangsangebots kann es keine Einigung geben. Wir beenden die. Hallo? Der ist 43 Millionen wert. Ich habe 40 geboten. Was daran verkehrt? Hat der eine Macke oder was? Spinnt der? Was mit Dalo oder Dagba? Dalo. Diogo Dalo. Nee, Vereins hier. Verhandlungen. 45 will ich da jetzt für nicht zahlen. Ja, machen wir mal hier. 33. Faires Angebot. Guck mal, so ist doch. Das war jetzt easy peasy. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie viel Dalo hat. Also welche Gesamtbewertung. Aber ich denke mal, mehr als ein CFEOIC hoffentlich. Ist noch jung, kann sich noch entwickeln. Einsätze, Bonus entfernen. Einstiegsbonus kriegt er. Ja, ist in Ordnung. Easy. Dalo ist da. Unser erster neuer Spieler. Easy peasy. Wichtig. So, jetzt die Frage, wie fährt er überhaupt? Habe ich jetzt Blödsinn gekauft oder habe ich keinen Blödsinn gekauft? Dalo finde ich aber nice. Und hat 80. Guck mal. Das ist eine super Verstärkung für unser Team. 80er Rechtsverteidiger. Der nächste 80er Club. Sefeuk wird dann Ersatzspieler. Ja, aber ich habe immer noch, guck mal. Ich habe immer noch so viele Spieler hier unten. Alter Falter. Alter Falter. Unsere Bank ist auch überragend. Mateta, Tavares und der junge Brasilianer. Da können wir noch gleich eine Dings machen. Oder kann ich jetzt sofort machen, bevor ich es vergesse.
Wo ist er denn? Einen Entwicklungsplan. Da ist er. So, Entwicklungsplan, was kriegt er? Er wird ein offensiver Mittelfeldspieler. Der Willi, Wilfried Konga zu Galla. Nehmen wir an, 2-7, Abfahrt. Konga, tschüss. Wir haben genug Spieler, wir haben immer noch genug Spieler. Rogel ist jetzt auch weg. Cefiro könnte man theoretisch jetzt auch verkaufen, mache ich aber nicht, weil ansonsten haben wir keinen Ersatzspieler mehr für unseren Dalot. Deswegen machen wir es nicht. Und zur Not kann Cefiro auch links spielen, wenn Plattenhardt mal was haben sollte. Aber da mal eigentlich auch Mittelstädt. 82 hat Konaté übrigens. Und mit einem Angebot von 54 hast du circa eine Chance. Oder, ja, okay, dann müssen wir da ein bisschen mehr bieten bei Jürgen. Aber wir haben ja ein Glück genug. Ich mach mal 48. Was sagt Jürgen dazu? 64 und Weiterverkaufsgebühr. Junge, Jürgen spinnt doch. Jürgen spinnt doch. Faires Angebot. Richtig. 52 ist in Ordnung, oder? Für Ibrahima Konaté. Ein 82er. Wird ein Schlüsselspieler. 5 Jahre bitte. Wunderbar. Freigabesumme übergehen. Nee. Ablehnen. Wunderbar. 98 kriegt er, okay. Dann kriegt er bei uns 105. Und einen Einstiegsbonus, dass er sich eine schöne Wohnung in Berlin holen kann. Nochmal 300.000. Zack. Faires Angebot, wunderbar. Ibrahima Konaté. Moin, Meister. So, mit wem unterhält er sich direkt? Der Konaté. Mit Marc-Oliver Kempf, ja. Nee, ist gar nicht Kempf, das ist Dalot. Ups, huch. Der sah aus wie Marc-Oliver. Da, Suat. Suat guckt sich erstmal einen Ibrahima Konaté an. Sehr geil. Sehr, sehr geil, Mann. Zack. 52,8. Das heißt, wie viel haben wir jetzt noch? Könnten wir uns noch jemanden holen, oder? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber wo sollen wir... Welche Position? 13 Millionen. Okay. Das heißt, wir haben ordentlich investiert in zwei Positionen. Marton wird weiterhin spielen. Der jetzt darunter leidet, ist leider Marc-Oliver Kempf. Marc-Oliver Kempf, der sowieso schon 28 ist. Die Frage ist, Gechter dafür? Eigentlich will ich Gechter auf der Bank lassen. Ich sag's, wie es ist. 100T muss natürlich spielen, wenn wir uns ihn für ein bisschen Kohle holen. So lasse ich das. Konaté, zack. Konaté und Dalot auf der rechten Seite jetzt. Also die rechte, das ist schon eine starke Mannschaft, ne? Ihr werdet jetzt immer noch lachen wegen Davy Selke. Davy Selke wird aber weiterhin spielen. Zur Not haben wir, wie gesagt, ja unseren Jean-Philippe Mateta auch noch am Start. Sollte Davy Selke irgendwie nicht mehr laufen. Torwart ist aber auch eine Position, die war... Ja, Ulreich wird auch die zweite Saison spielen. Torwart habe ich jetzt verkackt leider. Was heißt verkackt? Aber Ulreich, Christensen war für mich in Ordnung. Ich hatte jetzt lieber einen Dorn im Auge. Ich hatte einen Dorn im Auge bei der rechten Verteidigungsposition und bei Ibra und beim Innenverteidiger. Und dafür haben wir jetzt zwei souveräne, gute neue Spieler geholt. Wir gucken mal ganz kurz in den Kalender. Da haben wir direkt das erste Gruppenspiel, sage ich schon. Das erste Spiel der Bundesliga und wir müssen direkt gegen den FC Bayern München ran. Das gibt's aber erst in der nächsten Folge. Heute war quasi komplett Menü. Transfers, dies, das, Verkauf, bam, bam. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, aber hier seht ihr schon den Plan für die nächste Folge. Bayern, Freiburg, Bochum. Das ist der Plan für die nächste Folge. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.